Das Wort hat der Regierungsrat Peter Beyeler. Wir kennen den alle, den Valentinstag. Es gibt den Welttiertag. Und heute an diesem Donnerstag feiern wir den Europäischen Tag vom Naturpark. Auch bei uns gibt es seit wenigen Monaten einen Park von nationaler Bedeutung, den Jurapark, zwischen den Maren und dem Rhein. Was ist besonders an diesen 244 Quadratkilometer grossen Gebiet? Es ist eine wunderbare Hügellandschaft mit kleinen Dörfern, mit Buchenwäldern. Durch die Landschaft führt der Chiesiweg in den Gipfobenfrick, der Flösserweg am Rhein, der Riesenweg und es gibt einen Heilpflanzengarten in Zeiningen. Es gibt eine breite Landwirtschaft und es ist eine wunderbare Landschaft, um eben in dieser Art weiterzuentwickeln, wie wir das jetzt im Jurapark machen können. Der Kanton und die Gemeinde haben den Jurapark aus der Traufe gehoben und erst in diesem Jahr ist er wirklich auch als nationaler Park anerkannt worden. Der Bund unterstützt den Jurapark, die ganze Entwicklung, die ansteht, finanziell mit knapp 500'000 Franken pro Jahr. Und auch die 29 Gemeinden, die beteiligt sind, geben den 5 Reiber pro Einwohner. Auch der Kanton zahlt nochmal 200'000 Franken. Und so kommt einiges zusammen, um den Jurapark wirklich als Parklandschaft zu entwickeln. Der Jurapark ist aber kein freies Leuchtmuseum. Und noch weniger ein grosser Obstgarten oder eben einfach ein Park. Im Jurapark wird gelebt, gearbeitet, gewirtschaftet, aber mit naturnahen Produkten. Und die lokalen Produkte dürfen dann auch einen Qualitätssiegel Jurapark haben. Geschäftet wird nachhaltig und im Sinn vom Schutz von Mensch und Umwelt. Der Jurapark zeigt, dass wir die grüne Infrastruktur in unserem Kanton pflegen und entwickeln. Und zu dieser grünen Infrastruktur gehört auch die neu gebaute Auenlandschaft, Rupperswil zum Beispiel, wo bald 1% vom ganzen Kantonsfläche liegt. Das ist wichtig für uns alle, denn wir als Bevölkerung brauchen einen wertvollen, schönen Naherholungsraum, wo wir uns können bewegen, frei bewegen und so eben auch im Jurapark. Heute feiern wir den Europäischen Tag vom Naturpark. Gehen Sie in den nächsten Tagen einmal in den Jurapark zwischen Aaren und Rhein, zu uns oder mit dem Velo. Sie werden es sicher nie bereuen. Soweit die ganz persönliche Meinung vom Regierungsrat Peter Beyeler, exklusiv bei Radio Argovia.